Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem SAK-TV-Markt. Bette setzt seit vergangenem Jahr verstärkt auf grünen Stahl. Nachhaltigkeit ist nur einer der Gründe dafür, so Geschäftsführer Thilo Pahl. Ja, wir engagieren uns für grünen Stahl, weil uns viel daran gelegen ist, dass die Stahlindustrie in Europa uns erhalten bleibt, weil wir ja als Delbrücker Unternehmen möglichst im Umkreis unsere Rohstoffe beziehen wollen. Und beim Stahl müssen wir ein bisschen weitergehen, bleiben in Deutschland und Europa. Und die Stahlindustrie steht vor dieser gewaltigen Transformationsaufgabe, dass sie eben, um die Ziele, CO2-Ziele in Europa erreichen zu können, drastisch den CO2-Ausstoß bei der Roheisenerzeugung, bei der Stahlerzeugung reduzieren müssen. Und das ist ein wichtiger Punkt von uns, weil wir sagen, es geht uns darum, die Lieferanten auf dieser Reise der Transformation zu unterstützen, natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil das auch immer was mit finanziellen Punkten zu tun hat. Aber einmal wollen wir eben die Lieferanten denen das Signal geben, wir finden gut, was ihr da macht. Und das zeigen wir darüber, dass wir nicht nur sagen, toll, dass ihr irgendwann grün seid, sondern wir beziehen auch jetzt schon etwas von eurem grünen Stahl, um einfach zu sagen, Nachfrage ist da und wir transformieren uns gemeinsam. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir sagen, eine Entscheidung für die Umwelt kann ja keine falsche sein. Und deshalb haben wir dann gesagt, wir machen das. Haben letztes Jahr 10% unserer Stahleinkaufsmenge grün bezogen und dieses Jahr haben wir es auf 40% erhöht. Wir hoffen, das weiter ausbauen zu können, aber das hängt natürlich von Angebot und Nachfrage. Deshalb haben wir uns vorgenommen, wir reden über das, was wir geschaffen haben und weniger versprechen auf die Zukunft. Die Wärmepumpe stellt ganz neue Anforderungen auch an erfahrene Heizungsbauer. Kälteschein, aber auch Inbetriebnahme und Erwartung der neuen Anlagen sind hier das Stichwort. Mitsubishi Electric bietet hier ein breites Weiterbildungsangebot, das auch über Wärmepumpen und Klimatechnik hinausgeht. Mitsubishi Electric bietet Ihnen Schulungen rund um das Thema Wärmepumpen und Klimatechnik an. Wir bieten Ihnen Schulungen für die VD 4645, das ist die Planung in Errichtung von Wärmepumpenanlagen, Inbetriebnahmeschulung, Sachkundennachweisschulung, aber auch Schulungen rund um die Chemikalien-Klimaschutzverordnung, das heißt den kleinen Kälteschein, um selbstständig kältemittelgeführte Wärmepumpen oder Klimaanlagen in Betrieb zu nehmen. Dann haben wir noch Schulungen im Bereich der sogenannten Soft-Skills-Schulungen. Da geht es nicht direkt um Mitsubishi Electric, Klimageräte und Wärmepumpen, sondern rund um Ihren täglichen Bedarf, VOB, Gewährleistungsrichtlinien, aber auch der Monteur als Aushängeschild Ihres Unternehmens. All das bietet Mitsubishi Electric in unserem umfangreichen Schulungsprogramm an. Unter der eingeblendeten Adresse finden Sie das Angebot von Mitsubishi Electric. Weitere interessante Weiterbildungsangebote aus dem gesamten SAK-Bereich finden Sie auf dem Schulungsportal von SAK-TV, sak-schulungen.de. Der Ringmanager RM3 von Dehust hat ein neues Design und auch unter der Haube sorgen verbesserte Bauteile, wie zum Beispiel ein neuer Druckschalter und ein etwas größerer Trinkwasservorlagebehälter für noch mehr Betriebssicherheit. Hier sind die Erfahrungen aus dem eigenen Service eingeflossen, so der Produktverantwortliche Patrick Link. Nach wie vor zeichnet sich der RM3 durch die kompakte Bauweise und Laufruhe aus. Er wird anschlussfertig mit flexiblen Schläuchen geliefert. Die Leistung wird mit 3,2 Kubikmeter pro Stunde angegeben. Für höhere Leistungen bietet das Dehust-Programm Anlagen bis über 20 Kubikmeter pro Stunde an. Die Planung eines barrierefreien Bades kostet viel Zeit. Besonders die Auswahl der passenden Produkte sowie die Beantragung von Fördergeldern bei den Pflegekassen ist mit Aufwand verbunden. Veleroy und Boch will hier gemeinsam mit Seniovo dem Fachhandwerk helfen, Zeit und damit auch Geld zu sparen. Wiederum Boch ist der einzige Anbieter, der ein komplettes Produktportfolio für alten- und pflegegerechte Bäder, die barrierefrei sind, zur Verfügung stellt. Wir bieten neben der Sanitärkeramik passende Accessoires wie Stützklappgriffe, spezielle Sitzsysteme. Wir haben barrierefreie Duschflächen aus verschiedensten Materialien. Wir haben spezielle Installationssysteme, bei denen die Vorrichtungen für Stützklappgriffe schon integriert sind. Neben antibakteriellen Glasuren zur Prävention und natürlich Hygienespülungen wie Direct Flush und Twist Flush ist Veleron Boch führend im Bereich der Spültechnologie. Für das Handwerk ist es für uns wichtig, dass wir diese Produkte zusammen mit einem Partner wie Seniovo an den Markt bringen, welche über das Fachhandwerk montiert werden. Und Seniovo übernimmt über einen B2B-Service die Antragstellung bei den Pflegekassen. Das erleichtert dem Handwerker sein Tagesgeschäft und wir können gewährleisten, dass die Zuschüsse der Pflegekassen ausgeschöpft werden und den Pflegebedürftigen zusammen mit dem Fachhandwerk zugutekommen.
Informationen als Handwerker bekommen Sie über die Homepage von Senjovo unter senjovo.de und dort gibt es das Partnerportal, wo Sie direkt in Kontakt treten können mit den relevanten Ansprechpartnern von Senjovo. Ja, das war's für heute von uns. Wir sehen uns morgen wieder zu Ihren SAK-TV-Nachrichten. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin.